Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Vorerst mit dem allerletzten Video dieser Serie. Das heißt, das nächste Mal geht's dann weiter mit was auch immer ihr gewotet habt, beziehungsweise ich glaube, dieses Mal werden wir nicht ganzes nehmen, was am meisten gewotet wurde, weil, wie gesagt, viel gescriptet wurde, aber ihr habt dazu schon mein Statement gelesen. Also fangen wir oder machen wir sozusagen das letzte Mal hier so richtig Krypto. Es geht wahrscheinlich noch irgendwann früher oder später mit der Serie weiter. Es kommt natürlich immer mehr, wird auch viel geforscht in der Kryptografie. Das heißt, hier wird es auch noch weitergehen, früher oder später. Wenn ihr Wünsche habt, dürft ihr mir das natürlich auch gerne sagen. Kommentare, Nachrichten, Facebook, Twitter, keine Ahnung. Ihr habt schon eure Wege. Was wir heute machen, ist ein differenzieller Angriff auf DES bei 2N-Runden. So, jetzt müssen wir nicht mehr so einfach so cool hier bleiben, sondern wir müssen tatsächlich probabilistisch arbeiten. Deswegen kopiere ich einfach mal diese Feistelstruktur zum Beispiel für 4 Runden. Wir wollen 2N-Runden angreifen, was auch mehr sein können als 4 Runden, zum Beispiel 16 Runden. So, was wir jetzt hier machen ist Folgendes. Wir haben wieder mal unsere Charakteristiken. Ihr erinnert euch vielleicht an die lineare Kryptoanalyse. Wir hatten hier gesagt, okay, wir wählen das Ganze so, oder wir sagen jetzt hier, wir wählen unsere Nachrichten so, dass unsere Charakteristik meistens erfüllt ist. Achtung, was ich jetzt hier hinschreibe, das sind nur die XOR-Teiler sozusagen, also ML-Strich, wenn ihr es genau wollt, und MR-Strich. Ich brauche tatsächlich keine normalen oder nicht so viele normale Nachrichten hier. Also ich frage nicht irgendwie nach M1, M2, sondern ich rechne hier gleich mit ML' und MR'. Genauso hier unten mit CL' und CR'. Okay, ihr könnt natürlich hier einfach ML' und MR' und so weiter berechnen, indem wir die beiden Chiffratpaare XOR. Ganz kurz, wenn ihr gerade keine Ahnung habt, von was ich rede und nicht wisst, was eine differenzielle Kryptoanalyse von DES ist, dann solltet ihr euch das Video 1 davon angucken und vielleicht noch die Videos zu DES, damit ihr hier folgen könnt. Okay, jetzt haben wir hier tatsächlich nur die Differenzen und wir haben eine Charakteristik. Ihr wisst, bei Differenzen XOR sich der Key meistens raus. Wir haben hier jetzt tatsächlich, ich möchte eigentlich tatsächlich kein Bild einfügen, vielen Dank. Aber wir haben Differenzen, das heißt, wir können hier einfach sagen, okay, wir nehmen an, R0 ist 0, komplett. Also einfach der Null-Vektor, ganz, ganz viele Nullen, 32 Stück, um genau zu sein. Ich schreibe jetzt hier einfach nur mal 0 hin oder ich schreibe 0, Punkt, Punkt, 0 hin. Das bedeutet, hier haben wir nur Nullen. Das bedeutet nicht, dass die Nachrichten, die wir angefragt haben, nur Nullen sind. Das bedeutet nämlich, dass der XOR-Wert von diesen beiden Nachrichten 0 ist. Das heißt, hier kann irgendwas bei MR1, kann irgendwas Zufälliges stehen, was ungleich 0 ist, und bei MR2 dann halt genau so, dass es wieder 0 ergibt, hier, wenn man es XORt. Okay, die linke Seite, die muss ein bisschen anders aussehen, und zwar sagen wir hier, wir hätten ganz gerne, ich schreibe das jetzt mal so hin, da sind jetzt 2 drin, okay, und zwar 196, und dann nur noch Nullen. Also 0 erinnert so ein bisschen an eine IP, hat aber nichts damit zu tun. Das ist einfach nur, ja, ist halt eine Charakteristik. Wenn man hier als linke Nachricht, hier fehlt das gleich, als linke Nachricht 196 und dann nur noch Nullen reinpackt und in der rechten Nachricht nur Nullen reinpackt, dann kommt diese Charakteristik nach 2 Runden wieder. Sprich, ich habe hier mein L2 ist wieder 196 0 0 0. Das ist auch wieder L2. Und auf der rechten Seite genau dasselbe. Jetzt brauche ich doch ein R2 hier drin stehen. Na komm. Okay. So. Also R2 ist auch wieder komplett 0. Und zwar auf allen 32 Bit. Jetzt, wenn ich diese Charakteristik habe, denkt ihr wahrscheinlich, naja gut, dann ist es ja mega einfach. Ja, ist es auch. Das Problem ist, das gilt nicht immer. Das gilt nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ihr erinnert euch an diese S-Boxen. Die sind alle nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit so gewesen, dass der Output ist. Und hier brauchen wir eine Wahrscheinlichkeit, nämlich P. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Charakteristik gilt, dass einfach dieses 196-0 auf der linken Seite und auf der rechten Seite nur 0 wiederkommt nach 2 Runden, ist 1 durch 2, 3, 4. Kann man sich super merken, wenn ich es für eine Prüfung braucht. 1, 2, 3, 4. Und da eine Wahrscheinlichkeit immer mit einem Bruch von 1 durch anfängt, ist danach der Bruchstrich. Okay, kommt aus den linken 3 S-Boxen. Wie genau das zustande kommt, erkläre ich euch jetzt gerade mal nicht.
So, und was ich jetzt hier mache, ist folgendes. Ich erfrage einfach haufenweise von diesen Paaren ML und MR, sodass eben meine Charakteristik hier erfüllt ist. Ihr habt hier ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ihr müsst nur darauf achten, dass X oder auf der linken Seite 196 0 und auf der rechten Seite nur Nullen ergibt. Dann rechne ich das komplett durch und wenn bei meinem Output diese Charakteristik nicht mehr erfüllt ist, also wenn mein CL', Achtung, hier ist auch geXORt worden, und CR' hier auch geXORt worden, wenn diese Charakteristik dann nicht mehr erfüllt ist, sprich 196 0 und 000 auf der rechten Seite, wenn das hier unten nicht mehr erfüllt ist, was es ja sein muss, da wir mit XOR gerechnet haben, dann ist leider eure Wahrscheinlichkeit, hat euch der Zufall sozusagen einen Streich gespielt. Nein, ihr habt hier nur eine Wahrscheinlichkeit von 1 durch 234, das ist echt nicht viel. Und ja, wir rechnen dann einfach wie vorher auch das alles zurück. Ja, das Problem ist natürlich hier, wenn wir eine Wahrscheinlichkeit von 1 durch 234 pro 2 Runden haben, dann haben wir bei einem 16-Runden-Death, also wir haben ja insgesamt 16 Runden, was 8 mal 2 ist, falls ihr es wisst, genau, dann haben wir hier 8 mal diese Wahrscheinlichkeit, die uns da diesen Streich spielen kann. Sprich, wir haben 1 durch 234 hoch 8 als Aufwand. Und das ist leider insgesamt, wenn man es zurückrechnet, wie viele Chiffratpaare oder Klartext-Chiffratpaare ihr da anfragen müsstet, dann braucht ihr da insgesamt so circa 2 hoch 64 Klartext-Chiffratpaare, was mehr ist als der Brute Force, der nämlich 2 hoch 56 ist. Deswegen kann man die differenzielle Analyse bei DES auch vergessen. Ja, und deswegen ist DES immer noch ungebrochen, abgesehen von dieser mega kurzen Schlüssellänge. Aber gut, das war's von meiner Seite und nächstes Mal hören wir uns dann bei einem anderen Thema. Wir hören uns, bis dann, ciao!